Genau. So, dann gehen wir unauffällig in die Richtung. Moment, das ist der zweite Teil, hallo. Zweiter Teil. Zweiter Teil? Zweiter Teil. Aber wir sind noch bei Carbon. Das ist deiner jetzt. Genau. Mehrteilig, ne? Ja. Das ist schon ein Mordsding, ne? Also das sind ja alles die Originalaufnahmen hier? Ne, das sind Befestigungspunkte, für die Elemente, was hinkommt. Ja, aber es sind Teile, die wir auch machen. Okay. Die werden im Pressverfahren gemacht. Okay. Nicht in Handverfahren. Nachdem wir die Teile gezeichnet haben, fräsen wir natürlich die Formen und aus den Formen werden dann die Carbonteile produziert. Haben wir das Autoklave, hier haben wir die Schwender. Sollen wir für die Leute kurz erklären, was eine Autoklave ist? Weil ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Eine Autoklave ist nichts anderes als ein großer Ofen, wo man statt ein Hähnchen tut man Nico rein. Carbone drin backen. Nico, du könntest sogar da drin stehen. Ja, du auch. Also das verhältnismäßig sieht es jetzt nicht so groß aus. Ne? Doch, auf der Kamera sieht es riesig aus, wenn du neben dran stehst. So. Den hatten wir ursprünglich mal so groß gekauft, damit wir auch ein Chassis eventuell auch machen können. Wie viele hast du schon gemacht? Chassis haben wir ein paar gemacht, aber nicht für uns, sondern für Universität Dortmund und Universität Paderborn. Die kommen hier und backen dann ihre Teile. Ja, wie gesagt, ein Autoklave ist nichts anderes als ein Backofen, wo man die Teile drin backen kann, nur mit dem Unterschied, dass wir mit Hitze arbeiten, Unterdruck und Überdruck. Unterdruck sind Teile, die jetzt verpackt sind. Das ist vom Diffusor. Einmal Unterdruck, weil es eben die ganze Luft rausgesaugt wird aus dem Carbon, aus den Carbonmatten und das Material in jede Kante, in jede Ecke reingedrückt wird. Ja. Überdruck, damit es noch fester drauf gedrückt wird und die Hitze ist dann dafür zuständig, dass das Teil dann gebacken wird. Da muss aber viel rausfräsen noch hinterher, ne? Nicht viel, das ist nur eine kleine Kante hier, rundherum einmal. Ja, außenrum meine ich ja. Ja, ja, genau. Das ist das eigentliche Teil, das Teil geht bis hierhin. Also nicht, dass man denkt, manche denken, ja, das ist fertig. Nein, nein. Ja, das muss ja noch das komplett gefräst werden, das muss Teil noch lackiert wird, werden. Genau, das Teil wird entformt hinterher. Wir haben hier Teile, die entformt wurden. Zum Beispiel, das ist der Eckflügel vom Tributo, was wir vom Spider, was wir gesehen haben, hier mit der Erhöhung. Ja. Die Teile sind mehrteilig, die werden dann geschliffen, die werden verklebt und lackiert anschließend. Da ist noch viel dahinter, ne? Ja. Aber die meiste Arbeit hat man ja, nachdem die Teile aus dem Ofen rauskommen. Hier haben wir die Schwelle, die wir bauen. Auch zu den Pista und F8, was noch beiden, auch 488. Hier haben wir Lufteinlässe reingemacht. Die sind dafür da, damit im Bereich Turbolader noch mehr Kühlluft reinkommt. Und dann wird das Oberteil entweder in Wagenfarbe lackiert, so wie in diesem Fall, der kriegt nochmal Klarlack, oder kann man komplett in Carbon lassen. Wenn man jetzt hier Silikonentferner drauf macht, dann sieht man, wie das Teil letztendlich aussehen könnte. Aussehen wird. Stimmt, das ist der komplette Carbon. Ne? Gut, da kann ja jeder sich so wünschen, wir, der kann ja das Rote hier auch in Sicht Carbon haben. Kann er so lassen. Ja. Ciao. Ciao. Entweder wird es lackiert in Wagenfarbe oder es wird in Carbon gelassen. Wir haben auch Lackierkabinen. Könntest du ja auch ein Auto lackieren? Wir können auch Autos lackieren, ja. Hier haben wir Lackierkabinen und hier werden die Teile dann mit Klarlack lackiert oder auch mit Farbe. Wir haben mal die Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wenn jemand jetzt so einen Schweller von dir da bestellt und der kann dir sagen, das ist das und das die Farbe, was er an seinem Auto hat und du lackierst hier fertig und schickst? Genau, richtig. Können wir auch. Oder schickst du nur in Sichtkappen? Nein, nein, nein. Wir können das auch in Wagenfarbe lackieren. Wenn er uns sagt, ich habe den und den Farbton, den ich brauche. Okay. Wir haben einen von den modernsten Mischroboter, was auf dem Markt ist. Können wir uns vielleicht mal angucken. Warum habe ich mir das schon fast gedacht? Was auch sonst. Ja. Scheiße, was ist das?
Hier ist es so, dass man die ganzen Grundfarben hat. Die Maschine, das ein, die nennen das Mischroboter, ist dazu in der Lage, sehr genau Farben zu mischen. Und egal, ob es 5 Kilo sind oder 20 Gramm. Mhm. Normalerweise hat man vielleicht schon mal gemerkt, wenn man einen Kotflügel lackiert, eine Stoßstange, dann sieht man immer wieder, Mensch, das sind leicht Farbunterschiede. Es hängt damit zusammen, dass wenn man jetzt 5 Kilo Farben mischt, dann fange ich an abzuwiegen, 300 Gramm von dem Farbton, 500 von dem, 800 von dem, 1200 von dem. Wenn zwei, drei Tropfen mehr reinkommen, ist ein Unterschied. Ja, aber man merkt das, bei so einer großen Menge merkt man das nicht. Nur stell dir vor, du mischst jetzt die Farbe nur für einen Kotflügel. Nee. Und da brauchst du 150 Gramm Farbe. Mhm. Ja, dann fängst du an und machst 19 Gramm von dem Faktor. Ach so, meinst du, weil sich das verkleinert. Genau, proportional verkleinert. Ja. Dann brauchst du immer 25 Gramm von denen, 23 von denen. Fallen zwei Tropfen Farbe mehr rein. Beeinflusst das den ganzen Farbton. Und diese Maschine, egal wie viel wir brauchen, ist es so, dass wir einen Topf hier rein tun. Okay. Wo die Farbe dann reinkommt. Und der hat hier Einspritzdüsen, genauso wie beim Auto. Der ist in der Lage, ein Tropfen Farbe, das sind die ganzen Düsen, siehst du das? Ja. Und jede Flasche, jeder Farbton hat eigene Düse. Eine eigene Düse. Krass. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche 150 Gramm von denen in den Farbton, da wird mir ein Siebtelteil von einem Tropfen wird mir da reingespritzt, wenn es notwendig ist. Also die Maschine teilt einen Tropfen durch vier und tut dir nur diesen Siebtelteil da rein. Dann haben wir die Möglichkeit, die Farbe zu lesen. Die Farbe, die da drin ist, ist temperiert, okay, auf eine bestimmte Temperatur und bleibt auch immer in Bewegung. Haben wir jetzt auch gerade gehört, wenn er sich bewegt, bleibt immer in Bewegung, damit sich die Pigmenten von der Farbe nicht absetzen irgendwo und dann hat man keine gute Farbtöne. Sollen wir sowas im Jahr zum Geburtstag schenken? Ich glaube, das willst du nicht bezahlen. Was kostet denn sowas, Toni? Der lag bei 49.000, meine ich. Ohne Farbe? Also die Ausstattung ohne Farbe, klar. Die Ausstattung, den Mischroboter und der hier, das ist mit dem Fotoapparat, ist auf die Farbe drauf. Genau. Und in fünf unterschiedlichen Winkeln tut er dir den Farbton ausmessen, legst auf die Maschine drauf und sagst, den Farbton will ich haben und dann mischt er den dir automatisch. Krass. Und mit den Farben, was da in dem Schrank ist, da füllst du immer wieder praktisch auf die Farben. Was genau. Du hast, das, wenn, was da ist. Ja, wenn ein Farbton oder eine Flasche mal leer wird. Weil es sind ja kleine, relativ kleine Dinger, ne? Ja. Genau, ja. Wenn eine Farbe zu wenig drin ist, dann wird es auch angezeigt. Okay. Und dann können wir das hier auch auffüllen. Okay. Das ist auch ein Temperierschrank. Die Farbe muss immer diese gewisse Temperatur haben. Hier in diesem Fall haben wir jetzt 21,8 Grad. Das sind alles Sachen, die wichtig. Zeig mir mal einen Auspuffbau mit Lackierkabine. Ja, aber die Möglichkeit auch hier. Haben wir vor kurzem noch bekommen. Tropfeneis, kennst du bestimmt. Ah, können wir gleich mitnehmen. Ja. Brauchst du denn? Aber das ist wirklich nicht schlecht. Du kannst wirklich im Motorraum vom Fahrzeug reingehen und das wird sowas von sauber. Ja. Aber du hast keine alten Autos. Und, nee, ja, aber wir suchen so auch neue. Wir suchen so einen. Aber die sind teuer. Das lag bei 22.000. Boah. Ja. Kannst viele Oldtimer machen. Ja. Wir schicken die Oldtimer einfach her. Aber es ist nicht nur für Autos. Nein, für alles. Für alles. Für Wände, das, ja, jenes, alles für Wände, das Zeug. Mutter, was hast du da eingesteckt? Testmasken. Ich teste die Masken von Toni. Wie Masken? Masken? Brauchen wir ja. Das ist ja das Problem. Wie oft suche ich noch Masken im Betrieb? Und der Toni macht die auch. Toni, guck mal hier. Wollt ihr was mitnehmen? Ist die Farben? Krass. Toni, ja, ist ja klar, dass Toni nicht nur in einer Farbe macht. Toni will alle Farben. Macht alle Farben. Ja. Nee, das ist eine Abteilung, die ist aus der Not heraus entstanden. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Januar, Februar 2020 wurden wir mit Corona konfrontiert.
Ich glaube, das sind mehrere Leute mitbekommen, ja. Glaubst du auch, ne? Ja. Du hast es auch mitbekommen. Ja, ist bisschen später, aber... Bisschen durchgedrungen. Ja, leider, ja, muss man... So, es war aber auch so, in die Firma brauchten wir Atemschutzmasken. Mhm. Weil wegen Carbon, das und jenes, ne? Ja, überhaupt. Ich meine, wir wurden mit Corona konfrontiert, ja. Und man musste eine Maske tragen. Ja. So wurde es vorgeschrieben von unseren... euren Leuten, also von den Gesetzgebern. Ja, und ich habe Masken gesucht, aber du findest keine. Und wenn du Masken gefunden hast, solche einfachen medizinischen Masken, da hast du teilweise 3 Euro, 4 Euro für bezahlt. Mhm. Das war wirklich... Am Anfang war es extrem. Extrem. Ne? Und es war ja sogar so, dass Amazon, eBay, da wurden solche Händler sogar gesperrt. Mhm. Teilweise, weil die damit wirklich übertrieben haben. Ne? Aus der Not, du brauchst Masken. Was machst du? Bestellst du sie. Ne? Die Leute wurden nicht also richtig ausgenommen. Hat mich aber am Anfang wenig gestört. Mhm. Ich brauchte Masken. Dann habe ich unseren chinesischen Importeur kontaktiert. Und ich habe gesagt, du, ich brauche Masken. Kannst du mir welchen zuschicken? Ja, es ist schwer, weil wir dieselbe da welchen brauchen. Mhm. Und die Regierung achtet darauf, dass solche Produkte jetzt nicht rausgehen. Mhm. Erst die eigene Bevölkerung damit versorgen und. Aber trotzdem hat er uns da irgendwo um die 20.000 Stück besorgen können, mhm. hat er uns zugeschickt. Und dann habe ich sie unseren Mitarbeitern gegeben, für die Firma, aber auch für private Zwecke. Mhm. Denn es bringt mir nichts, dass ich den Mitarbeiter hier in die Firma schütze und die Familie nicht. Die Familie dann geht einkaufen, aber sonst ohne Masken, steckt sich an und steckt den Mitarbeiter trotzdem an. Deshalb habe ich gesagt, okay, wenn, dann kriegen die von uns kostenlos Masken, aber trotzdem, dass wir sie aus China bekommen haben, haben die uns trotzdem um die 1,50 Euro ungefähr gekostet, das Stück. Ne? Hat mir auch nicht gestört. Irgendwann mal spreche ich mit einem Nachbar von uns, einem Rentner, und beklagte sich. Ich sagte, Mensch, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Aus meiner kleinen Rente muss ich jetzt auch noch diese teuren Masken kaufen. Ich muss zum Arzt und die lassen mich nicht rein. Ohne Maske? Ohne Maske. Und jetzt kann ich zur Apotheke gehen und kann 5 Euro, 4 Euro für so eine Maske ausgeben. Wo soll ich das Geld hernehmen? Ich weiß sowieso nicht, wie ich über die Runde kommen soll. Und dann habe ich auf einmal ganz anders angefangen zu denken. Okay, wir können es uns leisten, aus China kommen zu lassen, etwas günstiger. Oder dann geben wir eben 2, 3 Euro dafür aus. Nur, was ist mit solchen Leuten, die sich das nicht leisten können? Es gibt Stellen, wie zum Beispiel die Tafel, ja, wo man eher geht und sie was zu essen holt. Für solche Leute ist es schon eine Überwindung, überhaupt dahin zu gehen und sagen, ich hole mir was zu essen. Und dann sollen sie auch noch Geld dafür haben, um Masken zu kaufen. Dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht so stehen lassen. Dann haben wir insgesamt um die 800.000 Euro investiert und eine Abteilung gemacht, wo wir Masken produziert haben. Mhm. Ja, wir haben unseren Ausstellungsraum komplett zugemacht, Material gekauft und. Ja, und dann fingen wir an, Masken zu produzieren, aber nicht um Geld damit zu verdienen, sondern um zu helfen. Mhm. Das war unser Hintergedanken. Die Masken, die werden zu Selbstkosten verkauft und jeden Monat werden 10.000 Masken an die Tafel Neheim verschenkt. Oder gespendet, nochmal 10.000 die Tafel zündern. Auf jeden Fall sehen wir zu, dass Leuten, die bedürftig sind, Masken kostenlos bekommen. Ja. Man könnte es aber auch bei dir auf der Seite bestellen. Ja, dann ist es ja so gewesen, dass wir eine Internetseite aufgemacht haben, wo die Masken draufgekommen sind. Ja. Wir haben die Masken dann darauf teurer gemacht, nur mit dem Hintergrund, weil inzwischen werden die Masken auch von Apotheken verkauft. Ja, ja. Und wir können nicht Masken für, sag ich mal, zu Selbstkosten auf einer Internetseite draufstellen. Ja, ja, ja. Und die Apotheken dann hinterher kaufen sie sogar für das Gleiche oder teurer. Dann haben sie keine Möglichkeit mehr, was zu verkaufen. Auf jeden Fall, man sieht ja, in welche Farben es die gibt. Ne? Ja, können wir kurz mal zeigen. So viel braucht man quasi, um eine Maske am Ende in der Hand zu haben. Ja, also das ist schon ein bisschen aufwendiger als ursprünglich mal gedacht. Wir haben mehrere Maschinen gekauft. Einmal die medizinische Masken und die FFP2-Masken können wir hier produzieren.
Die machen wir beide auch, Varianten, gell? Genau, richtig. Die machen wir auch in unterschiedlichen Farbtönen. Ja, und wie gesagt, Hintergrund war einfach nur zu helfen, nicht unbedingt um Geld damit zu verdienen. Mhm. Viele sind hergegangen und haben Corona dafür benutzt, um richtig Geld damit zu machen. Da ging es so, finde ich. Ja. Und das war nicht unsere Absicht und unser Ziel. Unser Ziel war einfach nur zu helfen und Leuten, die Masken brauchen, sollten Masken bekommen. Und die Leute, die es übertrieben haben mit Masken kaufen oder verkaufen, 2-3 Euro das Stück für eine Maske, die eigentlich vielleicht 10 Cent kostet, dem wollten wir einfach nur in die Suppe spucken. Ja, hast du auch damit. Ja, und sagen, wir verschenken die oder zu Selbstkosten. Und dann müsst ihr zu sehen, entweder geht ihr mit den Preisen runter oder ihr verkauft nichts. Und tatsächlich ist es so, dass die Preise jetzt richtig im Keller sind. Ja, ja, jetzt ist, aber es kam ja von überall. Also ich bin der Meinung, wir sind ja im Sportwagenbereich. Mhm. Ja? Wir verkaufen Spielzeuge für Kinder, die relativ viel Geld kosten. Ja. Und ich bin der Meinung, wenn man sich solche Spielzeuge leisten möchte, ja, dann soll man damit rechnen, dass man einiges dafür bezahlen muss. Ja. Aber wenn es darum geht, Krankheit, Tote, etwas, was die ganze Menschheit in Angst versetzt hat, mhm, und dann gibt es wieder welche, die nur sagen, ich will damit jetzt Geld verdienen, das habe ich nicht eingesehen. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, eine Maskenproduktion auf die Beine stellen und dann zu Selbstkosten verkaufen. Das war der Gedanke. Ja. Und du hast ja gleich welche eingesteckt. Und du mir welche abgenommen. Habe ich die abgenommen? Nein. Vielleicht kannst du die mal einblenden. Aber ich finde es cool, dass es in verschiedenen Farben macht. Mhm. Die Fräsarbeiten von Carbon, wo machst du die? Die machen wir unten. Achso, die machst du auch unten? Ja, ja, richtig. Das sind die Formen. Scheiße, das ist der Schmeller, gell? Das ist der Schmeller vom Roma, Ferrari Roma. Und das wird die Frontstoßstange vom Roma auch, Ferrari Roma. Der Grill vorne hat mir nicht so gefallen vom Ferrari Roma. Das ist einfach nur ein Blech mit viereckigen Löchern drin. Also ganz ehrlich, sah aus, als wenn das ein Käfig ist, wo dahinter man ein paar Kaninchen setzen konnte. Ja. Und deshalb sind wir hergegangen und wir haben eine neue Schürze gebaut, wo der Grill dann klassisch wird. Praktisch wie typisch Ferrari. Ja, typisch, ja, Ferrari eben. Ja. Gut, wollen wir mal so eine Platte hochhalten? Was schätzt du, ist arg schwer? Nee. Okay, das ist eine Form. Das ist eine Form. Ach, das ist eine Form, okay. Genau, das okay ist kein. Aber ein Carbon-Teil, hier zum Beispiel, das ist vom Diffuser vom R8. Vom R8? Oh, die R8, die hat jetzt 2 Stück. Mhm. Ach so, rechts und links, ja, ja. Also ein Teil wiegt vielleicht 500 Gramm, 400. Ich finde, du hast etwas vergessen, außer du hast jetzt wirklich noch gebaut. Und das werden mir auch viele R8-Fahrer bestätigen. R8, Facelift, Spider, Carbonlippe hinten oder ein Spoiler. Hast du das gemacht? Nein. Weißt du, was der originale R8-Lippe beim Spider kostet? Dieses dreiteilige Element? 6.000, 7.000 Euro? Glaub ich. Wald gehört nicht zu dir, gell? Doch, doch. Auch? Auch, ja. Und der Teich, der kleine? Der Teich, ja. Und wenn das ist der Parkplatz da hinten? Genau, das ist noch der Parkplatz. Da soll aber eine Halle drauf gebaut werden. 3000 Quadratmeter nochmal. Und nochmal 1000 Quadratmeter an, also Anbau an die bestehende Halle. Und als Durchgang. Genau. Auch. Tun wir mal ganz kurz mal Karpfen füttern. Genau. Pass auf, Nico. Ich hab's doch schon gesehen. Ja, für die Leute ist was auch, was da passiert ist. Boah, das Zeug stinkt aber, gell? Weil so rot voll aus. Ja. Aber hey, nicht, dass wir das jetzt hier abbekommen. Pass auf. Wo sind sie? Jetzt kommen sie, guck mal. Ah, das sind nicht alle. Und die Piranha, guck mal. Dann kriegen sie auf den Kopf. Das ist ja. Siehst du das? Vorhin war es krasser, jetzt glaube ich sind die anderen schon ein bisschen satt.
Ach, du meinst, dass sie die satt gegessen haben? Nee. Und da sind solche riesen Dinger dabei, gell? Wann kommt dein Angelkanal? Angelkanal. Also die haben wir schon mal rausgeangelt. Aber dann wieder reingeschmissen. Obwohl einmal wurde einer gegrillt. Echt? Einer? Ja. Wie hat er geschmeckt? War gut. Was machst du da? Grillst du da? Nein, also das ist ein Platz, das haben wir hauptsächlich für die Mitarbeiter gemacht, damit, wenn sie mal, Pause haben, dann können sie ein bisschen in die Natur kommen, die Fische füttern, sich da hinsetzen. Was grillen. Und ein bisschen Energie cool. Sammeln. Brauchst du auch so einen Pausenplatz? Ja. Dann kannst du mittags herkommen. Oder, Toni? Kann er machen, ja. Fährst du schon 350 Kilometer. Aber fahr früh genug, ne? Ja. Sonst kommst du nicht zum Mittag. Jetzt gehen wir runter zum Maserati. Zum Maserati und gucken wir mal die Abgasanlage jetzt mal an. Beziehungsweise, ob die auch 1:1 passt von die genau. Vom Vorfacelift. Ist ja auch für dich gut zu wissen, ne? Ja, ein bisschen wie aufgepasst. So, das ist der Ralf. Du machst die Entwicklung hier? Entwicklung, Betriebsleitung. Genau. Also das ist, wir haben jetzt das Problem, dass wir eigentlich jetzt einen Facelift haben und damit auch Partikelfilter drin haben. Der Unterschied ist, ab hier nach hinten ist keiner, außer, was hast du gerade gemeint? Der hat früher war, der bei der ersten Serie war hier ein Mittelschalldämpfer. Ja. Und dann kam das X. Okay. Das H war gar nicht. Genau. Jetzt haben sie den rausgelassen und haben dafür aber diesen H-Schieber gemacht, damit nimmst du das Knallen ein bisschen weg, wenn du vom Gas gehst. Okay. Dieses Pom, Pom, Pom. Ach, das nimmst du damit weg? Das nimmst du ein bisschen, das machst du ein bisschen sanfter damit. Okay. Also wenn man das jetzt rausmachen würde und wieder zu, dann hätte man mehr Knallen. Da hast du ein bisschen mehr Knallen. Mercedes zum Beispiel macht das so. Die haben hier im vorderen Bereich haben die dann auch dieses H-Rohr. Ja. Ja. Tschüss. Haben aber hier eine Klappe. Das Ach, heißt, ja, ja, stimmt. Das heißt, wenn das Auto laut sein soll, machen die Klappe zu. Hm. Und wenn die das leiser haben wollen, also wenn die Klappen hinten zugehen, geht die vorne auf. Okay. Weil dann, wenn du vom Gas gehst und kriegst den Rückstrom, dann kann er sich hier vermischen und der Knall geht nicht nach hinten raus. Was macht das an Geräusch? X? Das X bringt eigentlich normal ein bisschen Drehmoment und macht den Ton eigentlich ein bisschen heller, aggressiver. Okay. Das ist krass, gell? So, jetzt hast du hier vorne, das siehst du schon, das ist eine Druckleitung. Ja. Weil da wird der Partikelfilter gemessen. Ja. Einmal vor, also einmal nach und dann hast du hier vorne noch eine Leitung drauf sitzen. Die misst vor dem Partikelfilter. Ja. Ja. So, und diese Werte musst du natürlich, wenn du den rausmachst, musst du dann simulieren. Ja, ja, klar. Ja. Aber dafür haben wir auch ein Gerät in der Entwicklung. Die ersten Prototypen habe ich da. Das muss natürlich für jedes Fahrzeug speziell angepasst werden. Mhm. Du musst eben gucken, was hat er für Originalwerte. Die zeichnest du auf und simulierst ihn dann mit dem Steuergerät. Okay. So, da kannst du eigentlich auch alles rausmachen. Das Gerät theoretisch. Rein. Ja, aber was ist denn jetzt mit einem Auto? Zum Beispiel die Amerikaner, die holen sich ein R8 von hier. Mit Partikelfilter, wo sie sagen, das Zeug interessiert mich nicht, ne? Und die haben ja dort keinen Partikelfilter. Keinen, genau. Was ist, wenn sie da rausmachen? Du hast ja aber trotzdem die ganze Software mit deinem Steuergerät so hinterlegt, dass er immer nach einem Partikelfilter frägt. Genau, dann macht er schon einen Fehler. Genau, und der Fehler kriegst du so ja gar nicht raus. Kannst außer, du die löschen, aber sobald du wieder startest, ist er wieder da. Fragt er wieder ab nach ein paar Kilometern, ist der Fehler wieder genau, da. Genau, aber ihr könnt es ja alles simulieren. Genau, wir können eben die Originalwerte simulieren. Das heißt also, du machst eigentlich Partikelfilter raus, willst nur ein Rohr setzen, wie wir es beim R8 gemacht haben. Ja. Und steckst unser Gerät zwischen die Druckschalter. Ja. So, und der simuliert dem Steuergerät immer den korrekten Wert. Okay, okay. Deswegen kommt kein Fehler. Du brauchst auch keine Software programmieren und auch wenn du zurückbaust, kannst du das nie nachvollziehen. Also am Steuergerät langst du gar nicht rein? Nein. So, und das ist ja gerade das Problem, dass ich merke das ja auch draußen, dass die Fahrzeuge ohne Partikelfilter, die R8 vorm Facelift heute gefragter sind, ja. Wie die Facelift. Ich kenne auch ein paar Leute, die sich einen Facelift gekauft haben und haben gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, also bestellt haben und dann sagen sie, was ist denn das für ein Scheiß? Also ist nicht legal, aber wenn er damit in den USA rumfährt, würde es gehen. Richtig, dass man das umbaut. Oder ne? Sowas, klar. Ja. Das geht natürlich. Oder Rennstrecken. Genau. So Rennstrecken. Rennstreckefahrzeug. Ja. Also das heißt, wenn wir jetzt unsere Anlage oder eure Anlage jetzt hier drunter baut, haben wir vorerst kein TÜV. Hast du vorerst keinen TÜV, genau. Ja. Weil das Fahrzeug nach dem neuen Verfahren gemessen werden muss. Weil Partikelfilter. Richtig. Das sind unterschiedliche Messverfahren. Ja, 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 ja. Aber du könntest ja mal gucken, ob das irgendwie, ob das doch in einem Gutachten unterbekomme. Ja. Genau, das prüfe ich als allererstes. Weil selbe Topf.
Also selbe Topf und leistungstechnisch könnte das dann hinhauen. Okay, okay. War der Motor noch woanders verbaut? Bei Maserati oder ja, das Levante vielleicht? Levante könnte sein. So vom Motor her kommt es jetzt nicht drauf an. Es kommt eigentlich auf den Hubraum an und auf die Leistung und die Drehzahl, wo der Motor die Leistung bringt. Okay. Wenn ich jetzt den Topf bei einem Fahrzeug zugelassen habe, was entweder einen gleichen Hubraum hat, dafür aber ein bisschen mehr Leistung, kann ich den mit da reinschreiben lassen. Okay. Ich muss natürlich als Hersteller immer sicherstellen, wenn ich jetzt die Anlage eingebaut habe, muss ich die hier auf dem Hof einmal messen. Ja. Muss schauen, dass das in der Toleranz ist und dann kann ich die Plakette tragen. Okay, okay, okay. Ja. Weil das ist ja auch das Problem, was wir jetzt gerade für den RS3, für uns, also die Leute wissen ja, glaube ich auch, ihr baut ja die RS3-Anlage für uns oder habt sie damals für uns entwickelt und gebaut und wir haben dann dafür TÜV gemacht, aber jetzt kam ja auch wieder diese OPF-Geschichte. Wir haben jetzt aber geguckt, der neue RS3 hat denselben Topf, auch mit der Teilnummer. Und wir haben jetzt auch grob geguckt, auch ich glaube, die könnte 1:1 drunter passen, nur dass die keine Endrohre mehr hat, sondern nur noch so Blenden, wo du nur ein Rohr reinfügst. Wo wieder RS6 auch hat. Genau, genau. Und jetzt ist halt die Frage, prüfen würden wir es dann bei uns? Weil mit den Prüfungen dauert es ja auch gerade wahrscheinlich auch wie länger. Oder ist demnächst wieder bei euch was? Wir haben Ende April haben wir einen Prüftermin. Mhm. Ich habe den noch nicht fest zugesagt, aber da bin ich voll mit 6 Autos schon. Okay. Ja, wir könnten es auch bei uns machen. Es geht uns nur darum, dass man da eine mal anpasst. Ja. Jetzt gehen wir her, beziehungsweise der Ralf guckt sich das morgen mal an. Ihr baut eine andere Abgasanlage drunter. Ihr tut ein Vorher messen, hinterher messen. Wenn man natürlich die Abgasanlage vom Vorgängermodell mit in das Gutachten vom Facelift jetzt noch mit reinkriegt, dann ist perfekt. Ja. Gut, das prüfen wir morgen. Jetzt machen wir nur mal so schwinden Klang, wie der sich jetzt gerade noch anhört, dass wir es haben, weil hinterher haben wir einen Klang und wissen nicht wahrscheinlich, oder die Leute wissen nicht, wie er sich angehört hat. Mhm. Lass ihn jetzt mal kurz laufen. Stillstand hört sich am besten an, wenn der Klappe offen ist, gell? Ja, richtig. Volumen. Ja, und sobald du auf Gas gehst, ist es ein bisschen weg. Ja, ja, der macht aber zu wieder, oder nicht? Das wenn ich ihm, nee, der hat er nicht zugemacht. Sobald du losfährst, mit dann anziehen. Und das Wichtige ist halt, dass an der Abgasanlage, die da drunter kommt, die Funktionen, wann er aufmacht, wann er zumacht, muss exakt genau so stimmen. Original bleiben. Damit sie auch TÜV-fähig ist. Mhm. Ja. Gut, da ist sowieso Originalanschlüsse dran. Ja. Und ist ja Unterdruck auch, Unterdruckdosen. Ja, ist relativ auch, einfach, kann ne? Kann nur aufstecken und gut ist. Ja. Für Rennsport gibt es halt noch nur ein anderes Modulo oder so. Ja. Für Rennsport. Für Rennsport. Für Rennsport. Wie gesagt, für Rennsport. Wir kommen wieder irgendwann und holen das Auto ab und dann sind wir mal gespannt, ob es was geworden ist oder nicht. Alter, was hast denn du alles in deinem Beutel drin, die ganzen Masken? Die ganzen Carbon-Teile, die großen. Der Diffusor von Ferrari. Ja, den habe ich direkt mitgenommen. Die Pisse Heckstoßstange. Das wollte ich auf jeden Fall noch aufnehmen, wie du da aussteigst. Ja, genau. So, Toni, wir haben hier Aventador als Ersatzwagen. Und es weiß ja, dass jeder Kunde, der hier, egal was er für Auspuff, Endrohre anschweißen lässt, kriegt einen Aventador oder Ferrari als Ersatz. Nein, kriegt er nicht. Nein, du kriegst schon einen super italienischen roten. Ja. Oh. Roten. Ja. Den habe ich ja schon gezeigt gehabt. Also aber auch die Farbe ist immer noch drauf auf den Reifen. Ja, das ist Rosso Corsa, ja. Das hat doch Reifenprofi gemacht. Mhm. Ja, genau. Nicht umsonst nicht, dass ich Profi, genau. Reifenprofi. Guck mal, das hält noch 5 Jahre jetzt locker. Ja. War nicht das Geburtstag für deinen Vorwahl, ne? Genau, nee, Hochzeitstag. Hochzeitstag, okay. 1. August. So, wir fahren, also, wir kriegen was Rotes, aber nicht ein Fiat. Denn ich. Auch kein Ferrari. Aber ein GTI kriegt man. Genau, die ist auch rot. Ja, ja, also, ja. Aber ein GTI. Ja, hat der eine Cabristo-Anlage drunter? Nein. Nein. Oh. Also, bis dann. Ciao. Genau.